Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um dieses Buch hier gehen, Orphan X von Craig Hurwitz. Dieses Buch hat mir meine Bloggerbetreuerin vom HarperCollins Verlag empfohlen und ja, wie mir das Buch gefallen hat, das seht ihr jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Orphan X ist ein Agenten-Thriller und ich habe vorher noch nie sowas in die Richtung gelesen und die Jenny meinte aber auf der Frankfurter Buchmesse, das Buch ist so toll, das Buch ist so gut, du musst es lesen, du musst es dir angucken, es ist so, so toll. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich irgendwann mal. Und da hat sie gesagt, sie schickt es mir zu. Und das hat sie auch getan. Und vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Jenny, dass sie da an mich gedacht hat und mir das Buch zugeschickt hat. Und ja, ich habe es jetzt gelesen. Und ich muss sagen, ich fand das Buch richtig gut. Mir hat die Story sehr, sehr gut gefallen. Mir haben die Charaktere sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das Setting wirklich cool. Aber der Schreibstil war echt, der hat mir echt so meine Schwierigkeiten gemacht. Aber ich erzähle euch erstmal, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Evan und Evan ist ein Waisenjunge und Evan wird rekrutiert, als er 12 Jahre alt ist, für das Orphan-Programm. Und das Orphan-Programm ist ein Programm, in dem Kinder quasi ausgebildet werden zu Profi-Killern und ja, sie sollen dann halt später für die Regierung arbeiten und bestimmte Dinge erledigen. Und Evan ist eins von diesen Kindern und bekommt da halt seine Ausbildung. Doch viele, viele Jahre später fängt er an, alles zu hinterfragen und in Frage zu stellen. Und befreit sich quasi von der Regierung und versteckt sich seitdem her und ja, versucht Gutes zu tun in der Welt mit dem, was er kann. Und so wurde er zum Nowhere Man. Das heißt, er ist ein Mensch, den man nicht finden kann. Und er sucht sich immer einen Klienten, dem er hilft und den er rettet. Und dieser eine Klient muss dann quasi die Nummer vom Nowhere Man an einen anderen Menschen geben, der Hilfe braucht. Und so lernen wir Evan kennen. Er ist gerade mitten in der Mission und hilft einem 17-jährigen Mädchen, sich von ihrem Vergewaltiger zu befreien. Und ja, dieses Mädchen soll dann natürlich wieder jemanden finden und das tut sie auch. Und sie findet Catherine und Catherine ist eine Frau, die ziemlich in der Scheiße steckt, auf gut Deutsch. Und Evan tut ihr dann natürlich helfen. Doch damit fangen die Probleme erst an. Dann plötzlich ist ein ganzes Team Serienkiller nämlich hinter ihm her. Und ja, wie er sich davon befreien kann und was Catherine mit der ganzen Sache zu tun hat, auf die ja auch immer noch Jagd gemacht wird, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, dass mir die Handlung wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich mochte die Story. Ich fand das cool, dass das alles so ein bisschen verzwickt war und nicht so klar, sondern man das alles wirklich erst so nach und nach rausbekommen hat, so à la James Bond. Und das hat mir von der Handlung wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das mochte ich auf jeden Fall. Und ich mochte es auch, dass Evan quasi noch ein normales Leben hatte, quasi mit einer normalen Wohnung, mit normalen Hausbewohnern noch, mit die er kennt. Und das hat ihn menschlich gemacht. Also wenn er wirklich nur dieser stupide Agent gewesen wäre, der da halt Gutes tut, das wäre ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, das wäre irgendwie nicht cool gekommen. Aber so hat man schon auf den Menschen Evan einen guten Eindruck bekommen. Und ja, das fand ich einfach richtig gut. Evan war mir als Protagonist auch sehr, sehr sympathisch. Also ich mochte ihn, auch wenn ich manche Ansätze von ihm nicht verstehen konnte. Aber ich bin jetzt auch kein ausgebildeter Profikiller, also von daher. Dadurch kann ich manche Dinge einfach nicht verstehen und wäre wahrscheinlich auch halt anders an die Sache rangegangen. Aber das war jetzt nichts Dramatisches. Also wie gesagt, von der Handlung her fand ich es richtig gut. Von den Charakteren hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Evan trägt die Geschichte wirklich richtig gut. Und er ist wirklich als Charakter ein Mann, der sich zu wehren weiß. Ein Mann, der nicht dumm ist und der immer eine Idee im Kopf hat. Und das fand ich auch richtig gut. Und auch die Nebencharaktere haben mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade Mia und Peter, die hier sehr, sehr oft in diesem Buch drin vorkommen, waren mir unglaublich sympathisch. Gerade Peter, das ist der Sohn von Mia und er ist 8 Jahre alt und der war einfach so süß und schnuffelig und mit seinem Kindermund und ja, war einfach richtig cool. Also von den Charakteren kann ich mich auch nicht beschweren. Auch die Bösen waren wirklich gut und die Bösen waren halt auch gut durchdacht. Also die waren jetzt nicht einfach böse, weil sie böse sind, sondern die hatten natürlich auch ihre Hintergründe und ihre Gründe, warum sie so sind, wie sie sind. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also von den Charakteren her kann ich mich auch nicht beschweren. Was das Setting betrifft, spielt die Geschichte hier teilweise in L.A., teilweise in Las Vegas und noch an ein, zwei anderen Orten. Und ich muss sagen, dass mir das Setting sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Umschreibungen gut in dieser Geschichte. Ich fand die Beschreibungen der Orte auch richtig gut. Wo bei mir aber wirklich das große Problem lag, war die Interaktion der Charaktere und diese ganzen Wörter, die in diesem Buch drin vorkamen. Und damit komme ich zum Schreibstil, denn der war wirklich für mich sehr, sehr schwierig zu lesen.
Hier werden Schusswinkel berechnet, hier werden Waffen beschrieben, wo ich einfach nur da sitze. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Waffe ist und ob da jetzt Miles 19H irgendwas steht oder Walter PP12 oder keine Ahnung, eine Waffe ist für mich eine Waffe. Und das hat mich so ein bisschen so, ja, was interessiert mich das denn? Und was interessiert mich, wie du den Kolben aus der Waffe bastelst? Und das waren halt, da waren halt so Momente in diesem Buch drin, wo ich wirklich genervt war. Einfach von diesen ganzen Sachen, die da drin stehen, die mich absolut nicht interessieren. Ja, damit hatte ich auf jeden Fall so meine Schwierigkeiten und auch zum Ende hin waren da nochmal bei diesen Kampfszenen Sachen drinne. Ja, und er tat einen Wong-Tang-Wong-Hang-Kick oder was weiß ich, was da stand und ich denke mir, ich meine, ich kenne noch Walker Texas Ranger mit seinem Roundhouse-Kick, ja, aber wenn der hier dann irgendeinen Wantan-Irgendwas-Kick macht, weiß ich auch nicht, wie das aussieht und das war für mich einfach zu viel und das hat mich echt gestört beim Lesen, denn es hat einen sehr, sehr großen Teil der Geschichte auch eingenommen. Also diese Beschreibungen von bestimmten Dingen, also ich kann verstehen, dass der Autor das gemacht hat, einfach, dass man sich das alles besser vorstellen kann, weil das ja für einen normalen Menschen nicht so greifbar ist, ne? Also ich verstehe schon, warum der Autor das gemacht hat, aber für mich war das einfach zu viel. Hätte der einfach gesagt, er hat jetzt ein, keine Ahnung, eine Pumpgun oder er hat halt eine normale Handwaffe in der Hand oder er hat halt eine Waffe mit einem Zielfernrohr in der Hand, aber dann diese Namen von den Waffen noch genau aufzuschreiben und zu definieren, wo ich dann im Endeffekt auch nicht weiß, wie die aussieht und wo ich im Endeffekt auch nicht weiß, er hat jetzt ein Sturmgewehr in der Hand oder eine normale Handwaffe oder rennt er mit einer Schrotflinte rum oder was auch immer. Also für mich haben diese Ausdrücke und Beschreibungen das Ganze nur verkompliziert, als es zu vereinfachen. Und deswegen bin ich beim Lesen auch immer wieder gestolpert. Und das war halt auch der Grund, warum ich dieses Buch mir wirklich in 50 Seitenschritten jeden Tag eingeteilt habe. Weil ich einfach nach manchen Kapiteln einfach nur so... Ja. Da war ich dann wirklich schrittweise, wenn da so viele Erklärungen gerade wieder drinne waren und so Sachen drin waren, die für mich einfach unwichtig waren und unnötig waren, da war ich dann wirklich teilweise wirklich genervt und dann habe ich halt gedacht, okay, 50 Seiten, liest morgen weiter und dann ging das auch wieder. Also, wie gesagt, ich fand das Buch wirklich richtig gut, es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, aber diese ganzen Ausdrücke und Beschreibungen von Dingen, um das Ganze zu vereinfachen, hat es für mich halt alles nur noch verkompliziert und das war halt wirklich eine Sache, die mich richtig genervt hat und ich würde trotzdem, glaube ich, die Reihe weiterlesen, denn Offen X ist der erste Teil von der Evan Smoke Reihe. Es gibt den zweiten Teil bereits und ich würde mir den zweiten Teil, glaube ich, auch nochmal mit angucken, wenn sich die Gelegenheit gibt. Denn wie gesagt, ich fand die Handlung gut, ich mochte Evan als Protagonisten in diesem Buch. Er ist wirklich ein sehr sympathischer Auftragskiller und ich bin gespannt, wie es mit ihm noch weitergeht und was quasi um ihn drumherum noch für eine Geschichte entsteht und was da noch alles passieren kann. Das würde mich schon interessieren und ich habe eine Abonnentin, die hat mir letztens kommentiert, dass sie den zweiten Teil gelesen hat, aber wohl den ersten nicht gelesen hat. Aber sie fand den zweiten Teil einfach grandios. Und für sie war das auch ein Jahreshighlight letztes Jahr, der zweite Teil. Deswegen, vielleicht ist das am zweiten Teil ja nicht mehr ganz so schlimm. Vielleicht hat der Autor das auch im ersten Teil nur gemacht, dass man sich ein besseres Bild machen kann. Ich weiß es nicht. Auch Autoren lernen ja da dazu und ändern Sachen ab in Reihen. Und deswegen denke ich mal schon, dass ich den zweiten Teil nochmal versuchen würde und mir den zweiten Teil auch nochmal mit angucken würde, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Mein Fazit ist, Orphan X ist eine coole Agentengeschichte und jeder, der da Bock drauf hat, sollte sich die Geschichte auf jeden Fall mal angucken. Ich, wie gesagt, werde mir den zweiten Teil auf jeden Fall irgendwann nochmal mitholen und lesen und ja, ich kann euch dieses Buch empfehlen, auch wenn für mich persönlich der Schreibstil ein bisschen kompliziert war, aber das ist ja immer so meine persönliche Meinung, das muss ja euch nicht betreffen. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss!